Hallo meine Lieben, ein neues Projekt, eine Eingangstür aus Holz, wieder der Maßung entsprechend angleichen und aufpäppeln. Ja, also wir stehen hier vor einer Eingangstür, ich zeige euch das jetzt, meine, und ja, sie war verschlagen und Löcher drin und Rillen drin und verkratzt und also wirklich grausig. Und Entree ist ganz wichtig und jetzt gehe ich da mal rein, weil es ist schon etwas laut durch den Straßenverkehr. Wir haben wieder schön sozusagen Abendverkehr, Katastrophe direkt neben der Straße, aber das beruhigt sich denn innerhalb kürzester Zeit. Nun ja, zurück zur Türe. Wie ihr seht, das zeige ich euch noch ganz konkret, ganz genau, habe mir vorgenommen, diese Türe einheitlich zu malen und zu korrigieren, weil der Entree ist wirklich sehr wichtig. Es ist das erste Erscheinungsbild von einem Haus, das man hat, wenn man irgendjemanden besuchen kommt oder wenn man nach Hause kommt, und man darf es nicht unterschätzen. Laut Feng Shui ist die Eingangstüre das erste Zeichen für gutes Qi oder schlechtes Qi. Energie also. Ja, und jetzt gehe ich mit euch das durch. Ich drehe jetzt das da für mich. Also ich drehe mich. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. So, und jetzt seht ihr das schon. Also ich habe es jetzt angeschliffen mit der Maserung, wie ihr seht. Wir haben da drei verschiedene Hölzer drin. Es ist echt ein bisschen zusammengeschustert, aber sie ist voll Holz. Wirklich schön. Und man kann sie noch reparieren. Und wann ist eine Türe nicht mehr okay? Das könnt ihr abgreifen. Also wenn ihr da so mal drüber fahrt und es wird schon spröde und es hat keinen Film mehr drauf, dann ist eine Türe oder ein Holz allgemein zu behandeln. Dann hat es nämlich den Schutzanstrich verloren. Ganz ein typisches Beispiel hier unten. Seht ihr die Rillen? Da fängt bereits die Zersetzung der Zellstruktur an. Und würde man das jetzt unbehandelt lassen, also eigentlich ist es eh schon ein bisschen zu spät, wenn ich jetzt da so rüber schaue, seht ihr, das muss nicht sein, das hätte man vorher schon pflegen können. Einen Holzanstrich zu pflegen bedeutet, bevor es eigentlich diese Zellzerstörung hat, einen Schutzanstrich drüber zum Streichen. Und dann ist auch nicht teuer, weil das Teure ist die Vorarbeit, das Schleifen und das Kitten. So, und jetzt sind wir schon beim Kitten. Also hier ist jemand hergegangen, keine Ahnung, was er gemacht hat, aber quer fällt ein rüber. Das gab dann diese unschöne Linie. Und genauso hier. Also nicht sehr schön. Und wenn ich jetzt auch rausgehe, mache nochmal diese Türe auf, gibt nochmal Lärm, dann seht ihr hier das Gesamtbild wirklich voll fleckig. Schaut nicht schön aus. Und wenn ich unten jetzt das noch einmal anschaue, also wie gesagt, das ist schon zerstört gewesen. Und darum bin ich hergegangen und habe das gespachtelt. So, und jetzt haben wir da so Flecken drin. Toll, oder? Das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen sie ja einheitlich und wieder schön angepasst. Wir haben also auch da vom Farbempfinden her drei verschiedene Farben. So ein bisschen ein Ockerstich, so ein bisschen ein kastanienrot-braunen Stich. Und wie bekomme ich so eine Tür einheitlich? Das zeige ich euch jetzt. Und lasst euch zusehen im nächsten Video, wie die nächsten Schritte vorangehen. Also wie gesagt, hier wurde zuerst angeschliffen und die Löcher gespachtelt. In dem Fall bis zum nächsten Video.